oben habe ich einen Teil von dem Lappen. Ja, ich auch, genau. Und das Mädel unten hat im Anschnitt. Amerikanisch. Revolver sieht man zur Hälfte. Achso. Also hast du unten mal weggeschnitten. Ja. Wir dürfen nicht so viel wackeln, weil der Boden schwingt. Shake. Wie wollen wir das dann eigentlich schneiden? Chronologisch? Nee. Ich würde sagen, jetzt fährst du rein und schwenkst. Okay. Hier ist relativ wenig Bewegung und gleich geht's los. Ja. Adaptier dich mal an die Szene. Nicht zu weit rein. So, dass die Jungs voll im Bild sind, die Twins in der Mitte. Alles klar. Aber ich mach richtig super slow. Super slow, aber schon so mitgehen, so dass eine Bewegung drin ist. Mhm. So eine Streichung die Kamera. Das ist doch mein Spezialgebiet. Ich würde mal jetzt verlassen. Okay. Wie langsam ist denn dein Zoom? Das ist jetzt natürlich blöder, ne? Nicht besonders langsam. Weil es wäre eigentlich cool, wenn wir den ungefähr gleich machen würden. Ja. Okay, ich bin jetzt. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter rein, ne? Okay. Ich habe jetzt die schwarze, die setzt sich gerade hin. Also legt sich gerade hin. Da bist du auch drauf? Das ist gut. Lass uns mal ungefähr das gleiche haben. Die schwarze und die zwei Jungs. Okay, ja, habe ich auch. Und die stehende noch im Anschnitt. Ich würde sagen, wenn die stehende sich da bewegt, also die habe ich genau Körpergröße drauf. Ich habe die unterm Schritt. Oh, okay. An. Okay, geh jetzt. Geh nach links. Genau, geh mal mit ihr mit. Achso, nee. Dann gehe ich mit ihr mit. Ich gehe mit der Vorderen, die vorne, bevor sie bewegt. Ich verfolge die vorne, unten. Okay. Ich bin noch an der hinten dran. Die kommt jetzt da durch hinten. Ich gehe noch ein Stück weiter rein. Bleibe bei der, die jetzt sich in die Mitte legt und du nimmst jetzt den Kreis. Naja. Okay. Total, meinst du? Ich bin jetzt im Kreis. Okay, ich auch. Also der Mittelpunkt des Kreises ist auch mein Mittelpunkt. Und ich zoome jetzt aus. Und ich gehe jetzt rein in den Typ dahinter. Wir machen jetzt mal Folgendes. Geh du mal rein in den Kreis, wenn der sich hinlegt in den Kreis. Okay. Ja? Gehst du in den Mittelpunkt des Kreises und fährst von da aus raus. Jetzt, wenn der sich hinlegt. Achtung, jetzt gehe ich in den Mittelpunkt. Ja. Jetzt bin ich angekommen. Okay, und jetzt? Jetzt zoome ich rein und du raus. Und los. Okay, ich bin fertig mit rein und raus, also reinzoomen. Ich bin auch fertig. Okay. Jetzt könnten wir. Im Kreis habe ich die Köpfe drin, im rechten Kreis habe ich zur Hälfte. Ja. Lampen habe ich eine rechts im Anschnitt, sonst nicht. Okay. Würde ich erstmal so lassen? Würde ich auch erstmal so lassen. Und ich glaube, ich würde jetzt wieder rauszoomen.
Okay, also ich habe jetzt maximale Totale. Fast alles drauf, außer die Lampen oben. Ich habe die Lampen oben auch nicht drauf. Ich gehe jetzt hinten in den Kreis. In welchen? Rechts oder links? Hinten Mitte. Ah. Ja. Hast du den ganz drin? Nur wenn die Hochkante sitzen. Okay. Dann müssen wir weiter auf. Jetzt habe ich ihn ganz drin. Okay. Dann komme ich mal mit jetzt. Boah, das ist total abgefahren. Such dir auch was. Die sind total isoliert. Im Nichts schweben. In diesem Beton. Ja, ich nehme dieselbe Größe. Jetzt kommen die vorbeigesprungen. Ja, genau. Alter Falter, das ist wirklich wie 20er Jahre. Okay, bleib mal jetzt auf der Größe, du. Ja. Ich habe so eine Art Raumgröße. Das Feeling ist so wie hier. Jetzt habe ich plötzlich die vorne im Bild. Ja, genau. Du gehst mit ihr hoch, du gehst mit ihr hoch, du gehst mit ihr hoch, du gehst mit ihr hoch. Ich hab sie unten, du gehst mit dir hoch. Ah, ne, da ist Zeug drin. Geh wieder runter, ich verfolg sie jetzt mal. Sehr gut, du verfolgst sie. Oh. Was ist denn das? Ich hab die hinten immer noch. Alles klar, ich nehm die auch wieder hinten. Die hinten sehen richtig gut aus. Ah, jetzt kommen die von der Seite rein. Nimmst du den? Nee, ne? Nee, das ist Quatsch. Weil die gehen immer raus und rein. Und ich hab fest, ja. Ja, ich auch. Das ist auch cool, wenn die jetzt reinkommen. Sieht unfassbar aus. Oskar. So. Ich gehe jetzt raus. Ich habe den Kreis nicht drin jetzt. Ich auch nicht. Also bei mir sind sie schon raus. Jetzt gucken die da rüber. Ja. Ich würde mal sagen, du nimmst den unteren Kreis. Kannst genau, du ja. Und ich bleibe oben in der Mitte. Das, was rechts und links geschieht, ist nicht so interessant. Da kommen die jetzt rübergelaufen mit dem Gequatsche. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die nehmen sollten oder nicht. Nee. Die Close-Up-Filme? Nee, ich hab jetzt ein schönes Bild. Das ist auch geil. Vielleicht solltest du die aber nehmen, in dem Sinne, die jetzt weil ja. Die ja vom Text extrem wichtig sind, wenn die Links kommen. Ja, der Text hat ja nichts damit zu tun mit dem Text von Paluca. Das ist ja irgend so ein politischer Text von der. Okay. Mein Bild ist jetzt irgendwie kaputt mit dem Kreis. Ja, meinst du? Okay, jetzt sagen wir mal Freestyle. Nicht Freestyle, aber reingehen. Obwohl, jetzt machen die gerade hier wieder einen schönen Kreis. Ich nehme die Diagonale rechts. Zur Gruppe. Hm. Was heißt das? Na, ich habe jetzt die Diagonale drin und vorne noch ein paar Beine, Arme, wieder die drei. Okay. Weit drin, wenn du weiter aufmachen willst. Ich bin weiter auf, ja. Sieht doch sehr gut aus. Ich habe so ungefähr knapp einen ganzen Betonquader in der Breite. Ah ja. So, ich gehe jetzt rein. Okay, worauf gehst du? Der vorne ist. Ja, okay, komm mit. Ich gehe jetzt an dieser Schlange entlang. Wo die stehen auf jetzt. Okay, ich habe jetzt in der Mitte den Streifen, also von dem
Baton. Ich zoome jetzt aus. Okay, ich bin ziemlich drin so und habe die ganzen also ein paar Gesichter jetzt drin. Ich schwenke jetzt rüber. Ja, ich auch. Okay. Ich habe die links im ersten Drittel des Bildes. Oh. Ich schwenke jetzt so einen Massenschwenk quasi. Entgegen der Laufrichtung. Dann gehe ich ganz nach hinten. Dicht dran, oder? Ich gehe jetzt ganz dicht rein. Ja. An der Schlange entlang. Auf dem Beton. Von welcher Richtung? Von links nach rechts. Ja, ich auch. Okay. Ich gehe jetzt mal von rechts nach links. Ich bin jetzt ganz rechts angekommen. Okay, ich gehe wieder zurück. Voll scheiße. Ich fahre jetzt links rüber. Ja, ich schwenke das ganze Ding ab. Relativ schnell. Und zack, bin jetzt bei dem ersten Mädel, das da reinkommt. Ja. Und ziehe jetzt mit ihr langsam auf. Okay, mach ich auch. Hier ist mein Bildschirm. Und jetzt die ganze Gruppe drin. Ja, genau. Mann, fuck, und hier ist mein Bildschirm. Ich weiß nicht genau, wo es liegt. Ich habe eine scheiß Perspektive, glaube ich. Schnell? Ja, ja. Okay, machen wir einen schnell. Ich da so Freestyle. Kriegt noch eins noch raus. Jetzt fängt die Choreografie an. Also ein Text. Jetzt müssen wir was Irritierendes machen, damit wir nicht statisch sind, wenn diese Aktion kommt. Die ist nämlich total nervig. Okay, ich würde mal sagen, Blende. Ich mache meine Blende gerade zu. Okay. Und jetzt mache ich sie langsam auf. Und ich, was mache ich? Warte mal. Mach mal jetzt auf deine Blende. Ich mach jetzt zu. Okay, dann mach ich auch zu. Lass mal synchron machen. Okay, zu. Blende 11. Halt gar nicht. Und geclosed. Ich bleib zu. Ja? Oh, geil, das ist eine gute Idee. Okay, ich mach sie auf. Ich lasse zu. Okay. Ich lasse jetzt länger zu. Ja. Also ich hab's auch volle Pulle jetzt, voll hin. Mach mal wieder auf. Und öffnen. Volle Kanne. Jetzt überbelichtet. Echt? Überbelichtet? Wie meinst du jetzt, oder was hast du? Nee, geht ja glaube ich gar nicht. Also ist dafür zu dunkel. Oder brennt's bei dir raus? Nee, aber es ist ganz schön jetzt aus. Blende 2. 2? Hm. Ich hab 2,6 immer. Okay, ich geh jetzt raus. Ein Stück. Also ich hab's jetzt so ein bisschen. Hab alle so ein bisschen drin. Also ich irre jetzt so ein bisschen umher. Okay, ich bleib mal fest jetzt. Die Blende wieder normal. 2, 4, 3, 8, 3, 4, 4, 4, 8, 5, 6. Okay.
folge den Typen. Der da hinten rechts läuft. Okay, gehen wir auf das Duett da. Ja. Ja, ist nicht mehr drin. Genau. Zack, da geht's los. Bin bei einem gestreiften und in einem weißen Hemd. Okay. Geh jetzt mal wieder ein bisschen rein. Ich bin relativ weit drin. Wen hast du? Die zwei Jungs vorne und die dahinter. Ja. Jetzt das Mädel hinten in der Mitte, die mit den Füßen so rum auf dem Boden rumscharrt. Okay. Die bewegen sich nach hinten. Ich hab die genug hin. Ich hab diese drei, diese kleinen Mädels. Hm? Ich weiß die kleinen Mädels. Ups. Ich bin jetzt im Streifen klar. Oh. Ja, Streifen haben wir jetzt noch. Ich bin jetzt auf den Mädels, die übereinander rollen, vorne. Ja, ich bin auch auf der Streifen. Komm rüber. So, ich folge denen. Okay. Das ist unheimlich schön. Ja. Das ist gut. Okay. Ja, ja, gut. Ich gehe jetzt in die Mitte. Mal jetzt auf, ziemlich schnell aufgezogen. Dann bleib jetzt mal auf. Okay. Bleib jetzt mal so. Das Mädel ist nicht drin, da liegt links. Hm. Und rechts ist 40 cm zum Rand. Jetzt geht die Wurst raus. Ja. Das sieht so aus, als ob die in den Spiegel reintanzen. Diese Kante sieht aus wie ein Spiegel. Okay, ich folge jetzt den Leuten, die da reinkommen. Ich folge denen groß. Ja, ich hab die auch ganz drauf. Ich hab die ungefähr doppelte Körpergröße. Okay. Ich muss mal pupen. Oben ohne Lampen, aber sonst relativ groß. Ach. Ich gehe jetzt richtig rein. Okay, ich bleibe so. Aber ich bleibe jetzt fest. Ich bleibe fest. Ich auch fest. Ich gehe auch ein Stück runter. Ich suche mal einen aus. Den ganz rechts. Und unten ist der Junge gerade drin und oben die Kiddies. Okay, ich hab den. Alter, das ist wie bei Chanel. Ich hab den rechts oben. Bei mir ist der rechts.
unten auf den Jungen. Ich bin oben auf den Jungen. Nur noch der Junge. Ich habe nur oben den Jungen, schon die ganze Zeit. Das ist ein sauschönes Bild. Und da kommt wieder einer angetrabt. Der Bienchen zum Blümchen. Ich hoffe, es ist abgeschnitten bei dem Handy. Okay, ich zoome jetzt raus. Und wir hören mit der Bleibe aber in der Einstellungsgröße. Jetzt mittig. Das Kreuz in der Mitte, in der Mitte. Okay. Und ich bleibe da. Ja, aber wenn die sieht scheiße aus. Hier gibt es ein irres Flimmern gerade, ich weiß nicht, was das ist. Flimmern? Da oben flimmert das tierische Bild. Welches ist deins? Immer mehr als Videobild. Echt? Guck mal auf den Kopf. Ja, das ist, da ruckelt irgendeiner. Fallensprung. Nee, weil die da rumtanzen. Ja, mein Gott. Nee, da ist irgendwie, da bewegt sich einfach ein Prozent. Das ist der Schwimmbogen. Ja. Na ja, tanzt ja gar keinen. Doch, die sind außen rum getanzt. Noch immer, okay. Nee. Ach so, ja, schon. Wie ist denn deine Einstellungsgröße? Also, die hinten passen zweimal ins Bild. Bei mir dreimal. Jetzt habe ich voll korrigiert, damit es mittig ist. Ja. Ich habe die eine Seite drin mehr, die rechte Seite. Wenn die rauslaufen, weißt du? Ja. Ich gehe jetzt weiter nach links, dann hole ich die linke Seite rein. Genau. Geh mal, nimm mal die Mitte nach in deine eine Seite. So dass du quasi die Mitte als Kante hast, als Bildkante. Auf der einen Seite, wenn ja. Also die Mitte ist deine rechte Bildkante. Hab ich. Cool. Und jetzt lassen wir das mal so, weil das ist, glaube ich, eine coole Einstellung. Okay. Geht ab. Ja, ja. Hallo, voll Rekonstruktion. Ah, jetzt ist ja bewegen. Super. Naja, also wo wir gedreht haben, haben schon so viele an die Kamera geguckt. Vor allem die Kleinen. Stimmt, wenn da vorne der Rektor sitzt. Okay, dann hingucken. Mhm. Ist ja eh gleich fertig. Alter, krass, ich habe gestern La Vita e Bella gesehen. Und dieser Junge vorne links, der Blümchen tanzt, der sieht genauso aus. La Vita e Bella? Schön. Der Leben ist schön. Okay. Und jetzt? Ich gehe auf die Arme, also ich gehe ins Weiße. Wo gleich die. Ich habe nur, dass die Arme sozusagen gleich reinkommen. Weißt du, ich habe die Köpfe abgeschnitten und wenn die jetzt die Arme heben, dann habe ich nur die Arme drin. Okay, ich bin immer noch links, ich habe nichts verstellt. Verstell mal, geh mal auf die Mitte. Ich gehe langsam erst, wenn die reinkommen. Okay. Welche Einstellungsgröße? Den gesamten Korpus, okay? Okay. Okay, fang jetzt an reinzugehen. Sachte. Das habe ich eigentlich gesehen. Mädchen und das ist ja cool mit dem Bewegen, ja. Okay, ich habe jetzt nur Hände. Und Klatschen. Am unteren Bildrand quasi. Ja.
eine kleine Fahrt drüber. Ich mache gerade eine Fahrt hoch. Okay, lass uns mal gleichzeitig auszoomen. Moment, moin. Ja, ist vorbei jetzt. Und jetzt. Jetzt zoomen wir, ziehen die Kamera ganz auf. Ja. Ja, das muss man, das sollte man nochmal machen. Bin ich schon. Ja, das ist aber zu spät. Wir sollten es ja machen, wenn das Stück läuft. So eine totale. Da können wir die Kameras ruhig noch mal ein Stück zurückstellen. Wir haben noch 10 Minuten. Eine läuft. Die andere läuft auch. Scharf gestellt. Blende zu. Mach deine Blende zu. Ja, okay. Naja, nee. Müssen wir Klappe machen. Ja, dann machen wir es wieder zu. Ja. Blende zu, ja. Okay. Blende zu. Blende zu. Das dauert noch. Nein, jetzt kommt jetzt. Lass mal laufen. Hier mal zu. Blende zu. Okay, Blende auf. Pippo, jetzt müssen wir mal ein bisschen synchron machen. Blende auf. Also ich bin jetzt bei 2,4, 2,8. 5,6. Nochmal 2,8. Und totale, ne? Und wir machen jetzt synchron rein und rauszoomen, okay? Okay. Also. In die Mitte einfach, also auf die Menschenmenge. Einfach rein, richtig total rein. Und los. Sag mal, wenn du fertig bist. Nee, warte. Okay, ich bin fertig. Auf die Plätze. Fertig. Los. Fertig. Fertig. Weiter. Nochmal rein. Auf die Plätze. Fertig. Los. Auf den Streifentyp. Fertig. Und da raus. Okay. Fertig. Ich glaube, es reicht. Ja? Ja? Ja. Jetzt das Ende? Aus. Das Ende, das war wie Ende. Dann geht's nochmal ans Ende.
unten in den Raum. Jetzt rein, so richtig tief. Jetzt rein. Warte mal, brauchst du die Plätze? Fertig. Los. Auf die Hände oder was? Auf die Köpfe. Auf die Köpfe. Und ruhig bleiben, ne? Wenn wir jetzt rausfahren, ziehen wir ganz auf, ohne den Scheiß im Bild zu haben, aber der Architektur. Ja, und bevor die klatschen, also wenn die Leute da dran sind, dann schon rauf so raus. Auf die Plätze? Ja. Fertig? Ja. Los. Okay. Laufen lassen? Ja. Cut. Cut.